Willkommen zum ROMHACK Race der Woche 57. Das Level ist von Microwave Brother, einem Newcomer, der bisher noch kein Level hierfür erstellt hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's! Hey, coole Farben. Das habe ich ja schon gesagt. Evil Knievel's Got Nothing on You, viel Glück. Von MB. Microwave Brother. Oder Mother Brain. Wahrscheinlich eher das. Hey, sieht cool aus. Press up, Dingus. Mach ich nicht. Oh, muss ich aber. Es geht gar nicht rein in Yoshis Haus. Na gut. Riding the Scree. Wer ist Scree? Muss ich mich mit dem noch auseinandersetzen? Vielleicht ist es ja die Säge. Oh. Also das funktioniert so schon mal nicht. Ich verstehe den Aufbau nicht. Ich kann hier am Anfang doch einfach warten, bis die Säge weg ist. Achso, das will ich aber nicht. Ich will, ich will den Block aktivieren, damit die darüber fährt. So wird's gemacht. Okay. Hab ich gerade gefragt, kann ja wohl nicht sein, dass ich mir das hier so einfach ercheaten kann. Oh Gott, da muss man aber ganz schön schnell sein, damit die Säge nicht hier das Rennen gewinnt. Was ist das? Ach so, Yoshi frisst mir das einfach weg. Das ist ja sehr praktisch. Den hätte ich wohl auch noch verfüttern müssen und dann halt einfach schnell sein. Oh no, jetzt geht die da unter. Ja, ja, logisch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich versuchen soll, die Textbox da drüben zu lesen. Ja, komm mit, Yoshi. Nein, was war das denn jetzt? Er ist da einfach stehen geblieben. Kann man ihn etwa in so einem kleinen Areal nicht nach vorne werfen oder was? Boah, ich hoffe, man muss da nicht den Glitch auslösen, dass man zwei Gegner frisst und die als drei gezählt werden. Weil dafür habe ich das Timing irgendwie nicht drauf. Nein, mach das auf. Jetzt habe ich einen gekillt. Jetzt kann ich eigentlich schon aufgeben. Ne? Am Schluss muss ich wahrscheinlich 5 Gegner verfüttert haben, damit Yoshi groß wird. Oh. Okay, da muss man wohl drüber kommen, wenn man einfach nicht hoch abspringt und mitten im Was war das denn? Mitten im Sprung dann A drückt. Yo! Ich bin immer noch nicht wirklich davon überzeugt, dass ich die Textbox lesen will, aber vielleicht enthält sie ja einen wichtigen Tipp. Sie ist halt nur nicht auf dem Weg. Ach, das ist dumm, dass das manchmal passiert. Wenn man genau im richtigen Augenblick den Ding hier aktiviert, den Block, dann dreht die Säge um und man hat keine Chance mehr. Boah, das ist ja noch nicht mal leicht, da dran zu kommen, ne, an die Textbox. Oh, oh, das war richtig schlecht. Dang it! Okay, vielleicht muss ich erst auf die andere Seite und dann nochmal zurück, sonst komme ich da nicht hin auf den Block. Oh nein! Egal. Meine Priorität ist jetzt dieser Block. Okay. Okay, leck mich. Wie kann man das denn? Werden die Blöcke aktiviert, wenn ich Yoshi nach oben werf? Oh, ich glaube, ich habe es geschnallt. Das sind die letzten beiden Gegner. Danach wird Yoshi groß und dadurch kann ich diese Lücke dann überbrücken. Ich werfe Yoshi nach oben. Boah, die Spikes sind echt fies platziert in diesem Level. Aktiviere den Block mit Mario und spring dann auf Yoshi und wieder von ihm ab. So. Müsste es eigentlich funktionieren. Boah. Einfach nur boah. Oh. Oh, ich will da überhaupt nichts von aktivieren. Das sind einfach nur Kaiseblöcke. Die sind nur dazu da, um mich zu killen. Ja, sag das doch gleich. Oh. Oh mein Gott. Ah, oh, das ist der Checkpoint. Yes.
Holy Macaroni. Okay, so wird's nicht gemacht. Sondern... Ha. Was mache ich denn dann? Soll ich das da runterwerfen? Ja, genau. Das ist die richtige Entscheidung. Ich könnte da vielleicht sogar drüber springen. Das kann ich mal probieren. Und heppa. Ja, hättest du wohl gern. Dann muss ich ihn wohl rückwärts werfen. So. Oh, das war cool. Das war nicht so cool. Tja, so, wo kommen jetzt die Spikes runter? Kann man ja abwarten. Ach nee, kann man nicht. Weil dann ist die Flamme weg. Ah, die kommt wieder. Oh Gott, ich sehe einen Disco-Panzer. Das sehe ich nicht gerne. Okay, der ist aber nur dazu da, um mir das Power-Up zu geben. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil ich so geflasht habe von dem Damage. Nein! Achso, jetzt habe ich den Shelljump vergessen. Ja, heute ist nicht so mein Tag. Einfach vom Geisteszustand her. Ich weiß auch nicht. Braucht viel zu lange, um zu schalten. In jeder Situation. Aber das kommt halt vor, ne? Was? Oh Gott, habe ich etwa einen Mario Maker Shelljump gemacht? Ich glaube fast. Okay. Oh, das war richtig komisch. Oh oh. LOL! Nein! Was muss man denn da machen? Am besten den Notenblock komplett ignorieren, oder? Ja. Ach komm. Das ist. Oh, ich hasse Damage Boosts. Ich hasse sie einfach. Nein! Ich hatte zu viel Schwung. Ich musste halt volle Kanne mitdrücken, damit ich das noch schaffe. Weil ich war eigentlich zu niedrig. So, jetzt nicht hier. Versauen. Was hätte ich jetzt... Ach so! Holla. Das, ist jetzt aber ein bisschen heftig. Ah! Das Level ist großartig, bis auf die Spikes. Davon hat es hier eindeutig zu viel. Hätte man auch ein paar weglassen können. Ohne jetzt hier irgendwie großartig was zu verändern, außer es weniger nervig zu machen. Oh Gott, was ist dafür denn das Timing? Das passt ja gar nicht. Das passt ja hinten und vorne gar nicht. Also, einmal triggern. Hier hätte ich wohl schneller sein müssen. Oh nein! Das kann ich auch nicht mehr zurücksetzen. Hier muss man einfach durch. Und dann irgendwie auf der Säge landen. Keine Ahnung. Ich kann es nicht ändern. Er springt halt nicht ab. Weiß nicht, ob es was mit dem Damage Boost zu tun hat oder einfach nur mit meiner Unfähigkeit. Das Ergebnis ist auf jeden Fall das gleiche. Dang it. Ah, das macht mich psychisch fertig, diese Stelle. Weil ich weiß, es ist schon nervig, da hinzukommen, weil man überall an die Spikes anschlägt und dann hinterher ist es immer noch nicht vorbei. Oh oh. Und dann muss man es auch noch sehr perfekt machen, ne? Einmal kurz zurückziehen, um das Timing richtig zu machen, darf man nicht. Dang it! Es macht mich so fertig. Okay. Okay. Das ist fast automatisch. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun muss. Ich hätte ihn da. Ich hätte einfach nur den Block öffnen müssen, damit die Säge freigelassen wird. Ich muss mich echt drauf konzentrieren, die Spitze von dem Ding anzuvisieren. So kontraintuitiv das auch sein mag, aber nur dort trifft man's. Boah, der wäre mir fast weggelaufen. Nein, wieso ist das so schwer zu treffen? Man muss halt auch wissen, durch die Plattform fällt dieser Block durch, ne? Ich muss das wirklich perfekt treffen. Die graue Plattform, die assistiert mir dabei nicht.
Ja, jetzt da ich's weiß, dass ich die Spitze anvisieren muss, dann klappt's auch einigermaßen, aber... Ach so, jetzt sind die Hitboxen auf einmal komplett verschwunden, oder was? Interessant. Manometer. Das Ding hat so eine gewöhnungsbedürftige Hitbox. Muss die weiter hinten treffen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ey. Wo ist die Hitbox von dem Ding? Ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht in meinen kühnsten Träumen kann ich mir das vorstellen. Gott, was für ein Krampf, ey. Vielleicht doch fast in die Spikes reingelaufen. Und lauf. Please, lass es einfach hinhauen. Da war das Ziel. Wenn ich jetzt noch überlebe, bis der Bildschirm ausfadet, dann bin ich happy. Ja! Es war nur ein Fake-Out mit dem P-Switch. Gott sei Dank. Phew. Credits. Das war echt ein cooles Level. Es hat mich sehr überrascht. Aber es war cool. War wahrscheinlich wieder mal die Wertung, dadurch, dass die Abschnitte so kurz waren und das Level insgesamt auch, extrem runtergedrückt auf 4 von 10. Aber so ein paar Sachen waren schon 7. 6 bis 7. Testers, why not, bla bla bla, dü, sehr viele, sehr viele. Banger ported, der Banger. Wie komme ich noch irgendwie an den Mond dran da oben? Ein letztes Mal kriegt er mich noch dran. Was ist das denn jetzt? Geheimraum? Wer ist das? White Moth World. Kommt 2020. Prepare your danguses. Aha. Werbung für ein Hack. Anscheinend. Okay. Und jetzt bin ich hier gefangen. Supi. Ich verabschiede mich für diese Woche und dann sehen wir uns in der nächsten hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.